Ach, Sie meinen die Richtig, BHW-Krankheit? die Krankheit, die hat einen Träger. So, wir haben den Träger auch ausfindig machen können. Jetzt ist das Problem, Träger, den müssen wir einfangen. Da. Schönen guten Die Tag. Hände auf dem Rücken. Einen Moment. Geht nicht. Ich habe was Dickes in der Hand. Das bitte Ah, ich kann es wegtun. nicht weg. Ja, will ich ja gerade. Oh Mann, Mann, Moment, Mann. hab ich das Auto laufen Moment. lassen? Ich krieg's nicht. Ich bin zu doof dafür, ins Auto zu packen. Legen Sie es doch am besten auf die Erde. Nee, teuer. Kann man von außen Okay, nicht an. Ich glaube, du hast so viele Erfahrungen mit dem Boden gemacht, der Herr. Ich steig mal hinten ein. Ich komme gleich sofort raus. Nein, bitte nicht. Ich kann ja nicht wegfahren. Machen Sie Ja, bitte dann mach ich nicht. einfach so. Und dann wollen jetzt wird die Hände mal in den Rücken. Wenn Sie mich laufen lassen, sage ich Ihnen, wo BRB ist. Und Ihnen eine Falle stellen will. Ganz ehrlich, das werden meine Kollegen mal jetzt gerade entscheiden. Also werden wir jetzt gleich entscheiden. Wir haben Barett einer der Polizei auf eine illegale Waffe bei sich, tragen das Tag einer oder das Tattoo einer Das ist auch ein Gruppierung, die Aufnäher. ein Aufnäher von mir aus, einer Gruppierung, die nicht gerade für ihre Friedliebigkeit bekannt ist, und fahren mit einem gepanzerten Fahrzeug in Rönne. Wunderbar. Also werden sie auf jeden Fall mal mit aufs Revier nehmen und da werden wir dann alles weitere. Also, Sie wollen mich jetzt mit aufs Revier nehmen. Wenn Das ich wäre halt sie jetzt noch kurz zu doof. Boden drücken. Aber Sie wollen mir jetzt auch noch das Handy abnehmen, bestimmt, ne? Natürlich. Besser ist das. Aber warum Eben, das denn? Ich will ich drück sie kurz zu doch Boden gerne und nehme mit ihr Ihnen ein funken. Ja, Funkgerät ab. okay. Ja, dann nehmen Sie mir jetzt das Funkgerät ab. Kollegen haben noch schön alles mitbekommen. Natürlich haben sie alles mitbekommen. So, dann kommt mit. Boah, wissen Sie das denn? Er kann ja nicht Das angehen. war überhaupt nicht auffällig. Ich mach die Mit anderen Scheißkarre Worten, tanken, ey. er hat bestimmt ein anderes HQ gemeint als ich, oder? Also, ich weiß nicht, irgendwie ist Ja, ein HQ ich bitte momentan nicht in einsteigen, Rolle. ich tanke Hey. gerade. Oh. Wenn da ein Kratzer drin ist, Jungs. Wo ist da keiner? Dann hört ihr von meiner Versicherung. Hört ihr Ich von bin meiner. BHV versichert. Kann er die Mücke töten? Ja, Die Moment. Mücke ist ja echt schlimm. Schlimm, ne? Ja. Hat Boah, er überhaupt. stinkt der, Kann der Alter, mach überhaupt die Motorsäge? Hose aus! Können wir dann losmachen? Als ob Oh, der können wir. TÜV hätte. Gut, wir Der fahren nach hat der Kurve TÜV. durch. Der hat Umweltplakette Ja. 3. Das Und reicht ja die hat nicht für die sich Innenstadt, gereicht. ne? Doch, ist noch nicht Innenstadt. Ist noch Speckgürtel. Oh! Wie gesagt, Ein wenn ihr Kratzer mich drin ist. laufen lasst, Ein sagt leicht der, dass die angeeckt. BRB euch einen Hinterhalt stellen will. Und die sind sehr gut besetzt da. Vorne Ich auf meine der ja nur, Gebiet ihr könnt auch und gerne nach da der Gebiet bin reinfahren. ich drüber. Ich würde nicht nach Ich hab Erkirkeby nicht fahren, aber das ist verstanden. eure Sache. Boah, wer ist denn der Kollege, der die ganze Zeit überall gegenfährt? Nein. Sag mal, kannst du noch ein paar Mal mit dem Tiefel gegen die Wand fahren? Da werde ich das bestimmt unbedingt. Ich bin nicht wirklich das Problem. Wahrscheinlich in die Hand gefahren. Das ist das Radlager von Ihrem Auto, da können wir auch nichts für. Den Asballe ist ein Baum umgekippt und darunter ist ein Nagelband. BRB ist komplett verstreuter. Wie alt ist diese Information? Wo ich hergefahren Ich hab bin, auch von der Luft also kam. die warten noch auf Sie. Sie machen War ein Asphalt gezielt ein Baum umgefallen? Aha. Und was haben Unbekannt, ich Sie meine, jetzt nicht, ich bin außen rumgefahren. in Rönne zu tun gehabt, Waffen gehabt? Eigentlich wollte ich zum Krankenhaus fahren. Verstanden. Weil ich ein bisschen Haben Sie denn im verletzt bin. Krankenhaus? Ja, Und sich ich hab schon wieder auf Stoff dem besorgen, Knie. oder was? Nein, ich hab ein Knie. Bin. Stehe ich Was auch ist den denn in dem Zusammenhang mit Auto? der Ich hab illegalen sogar Waffen? zwei Knie. Wie bitte? Sogar zwei Knie. Ja, ich habe aber Knieschmerzen. Ach Hab mich so. aufgeschürft und wollte ein neues Pflaster holen.
und wir haben kein Pflaster mehr zu Hause gehabt, musste ich ins Krankenhaus fahren, weil, Sie wissen, ganz schön schlimm, so eine Schürfwunde am Knie. Ich sehe auch die Waffe, ne? Veritas. Ja, und sie schon wieder neuen Stoff erobern, ich kenne sie nein, doch. Nein, ich hab ja genug, darum bin ich ja so ruhig. Ich mache auch nichts wirklich Illegales. Also nicht viel Großes. Wenn Sie mir quasi Informationen über BHB besorgen könnten und uns dann dementsprechend auch in Ruhe gegen BHB operieren lassen. Kein Problem, wir sind kommen Sie frei. Mit BHB. Ja, natürlich. Ich hab so viele Sachen wegen BHB, ich kann Ihnen alles erzählen, wenn ich weiß, wo die sind. Schicke ich Ihnen sofort ein SMS. Wunderbar. Und mit anderen Worten, Sie geben uns auch keinen Anlass, gegen PEN vorzugehen. Also, habe ich schon was gegen die Polizei gemacht, Sir? Wie gesagt, wir würden Sie freilassen. Ja. Und Sie versorgen uns dafür zuverlässigst mit Informationen, mit allem, was Sie haben über BHB. Und Sie nehmen das Cabby ab. Ja. Okay. Dann, dort vorne ist das Tor. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ruhigen Dienst. Auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss. Man sieht sich. Jupp. Nein. Alte Richtung. Ja, mein Auto. Was wollen Sie denn mit einem gepanzerten Fahrzeug? Ja, es wegbringen, nachher wird da jemand verletzt, Sir. Dann parken Sie das ein. Ja, will ich ja. Aber braucht viel zu viel Sprit, das ist schlecht für die Umwelt. Ja, ich pack's hier in der Garage ein. Aber dann muss das ist viel zu schwer für die Straße, das macht die viel zu schnell kaputt. Sie können auch halt kaputt. Uns mich begleiten. Aber das müssen wir nicht. Dann vertraue ich Ihnen. Ja, kein Problem. Sehr Veritas. Tschüss. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns um Arsballe insoweit positionieren, dass LKW etc. dort nicht durchfahren. Also wir waren von mir aus halt alle Farmer und lassen uns in Arsballe nicht groß blicken, dass sie sich dort zu Tode langweilen. Nimm dir mal bitte eine Mauer und zwei Strahler raus. Mhm. Oder nee, mach mal anders. Doch, so viel Spaß euch schon. Ja, auch. Tschüss. Also Houston, du sicherst uns mit ab und Luke und ich stellen das auf. Oh, ich bin ein bisschen hinter euch. Wichtig ist, dass du immer mit dem Ohr bei mir bist und egal was ist, wenn ich sage einsteigen, dann stellst du sofort dein Item ab, springst bei mir rein und wir fahren weg. Okay. Na? Das ist jetzt wichtig mit. Deswegen bleibe ich auch als Fahrer gleich drin sitzen. Genau, es geht darum, dass du in der Mitte eine Mauer machst und links und rechts einen Strahler. Also mitten auf die Straße. Von Arsbade weg zeigen. Bitte? Okay. Dann mitten auf die Straße kommt die Mauer. Okay. Genau, klar, dass das wie eine Absperrung ist. Okay, klar. Jetzt Loco, rausspringen. Yep. Vor querstellen. Sagen, ich würde sagen, weil sich deine Krankheit vermehrt hat. Ja, noch besser, genau.
Da sich nach Spaller eine bislang unbekanntere, dennoch gefährliche Krankheit ausgebreitet hat, rät die Polizei davon ab, die Tankstelle zu benutzen und bittet sie, das Gebiet Großräume zu erfahren. Die Behörden wollen warten, bis der Erreger eingegangen ist. Was? Ach, eingegangen. Jetzt verstehe ich. Ja. So. Sehr schön. Jetzt muss man doch irgendwie dann URDR-Nachricht, dass mit Erreger der BHB gemeint ist, nicht, dass die jetzt denken, dass wir RP-Aktien finden. Auf Österlars haben die sich nämlich gerade ausgedehnt. Um diese Krankheit zu bekämpfen, müssen halt PEN und die Polizei zusammenarbeiten. Das ist schon mal eine Aussage, das ist ja schon... Ja, das kann halt passieren. Heftig. Sie haben ja von der Krankheit gehört, die sich gerade ausbreitet, ne? Ach, Sie meinen die BHB-Krankheit? Die Krankheit, die hat einen Träger. So, wir haben den Träger auch ausfindig machen können. Jetzt ist das Problem, Träger, den müssen wir einfangen. Und das schaffen wir nicht alleine. Wir wissen, dass Sie ja eine schlimme Vergangenheit haben und dass Sie das natürlich alles hinter sich lassen wollen. Und wir würden da durchaus ganz viele Augen zudrücken, wenn Sie uns helfen würden, die Krankheitserreger einzufangen oder gegebenenfalls auszuschalten. Ich will morgen den unterbreiten, da ich wieder morgen Vorschicht habe. Morgen? Da eher so an jetzt, weil die Krankheit ist sehr, sehr gefährlich. Ne? Nicht, dass sie sich noch weiter ausbreitet. Das ist eine akute Krankheit. Wir müssen irgendwas finden, damit das schnell dagegen hilft, dass es nie wieder auftritt. Ich sag Elektroschutz um die 8, hab ich gehört, die soll dagegen helfen. Das sind Ansätze, die schon oft geholfen haben, das stimmt. Das bleihaltige Kapseln. Cocktails, ja. Ich habe schon bei anderen Erregern gute Erfahrungen mitgemacht mit dieser Rezeptur. Genau. Es wird wahrscheinlich länger dauern, der Zyklus, bis die Krankheit bekämpft ist, weil das ja eine Krankheit ist und der Staat hat für die Gesundheit zu sorgen, also für das Gesundheitssystem, und die wurde wahrscheinlich nicht richtig ausgereizt, das System. Aber naja, schwamm drüber. Müssten wir uns erstmal auf unsere Sachen konzentrieren, aber sonst wären wir davon natürlich nicht abgeneigt. Würde ich einfach sagen, also ich würde dann halt auch in Schichtabend gehen und man trifft sich quasi dann zu späterem Zeitpunkt einfach nochmal. Ich hol dich erst raus, wenn du wieder ordentlich ausgerüstet bist. Oh. Komm sofort wieder, ich muss kurz meinen Kater verprügeln. Was? Ich meine genau das Gegenteil. Sein Kater verprügelt ihn. Ich wollte gerade sagen, sonntags morgens habe ich eher das gegenteilige Gefühl. Sein braves Loco kommt raus. Ja, das Loco lädt nach, Moment. So, das Loco, das Loco kommt. Feines Loco. Ja, was ist Waffen, allgemeine Polizeikrankheit? Das ist eigentlich ein Polizeikrankheit. Kannst du wieder, hast du wieder Katzen Ja, ich bringe sie weg, So, Kusch, Hepp, hier. Nein, nicht, was? Ach Gott, ich kann sie eh nicht. Von mir aus kann auch der URD dahin fahren, die beseitigen. Und die sind kriegen. Ich mach mich... Besten bekennt man Parasiten aus der Luft. Mit viel Gift. So Not-Napalm. Über die Pfiffung. Das hat bei Termiten in meinem Haus zumindest geholfen. Ja, Abfallen ist gut, oder Wasserstoffbomben. Stimmt, da gab's dann genau, kein Haus mehr. Gut sein. Aber auch kein Termiten. Wow, noch besser wäre ja Termitbomben, ne? Da fahr ich mal wieder rein und nicht hier. Ja. Insektenschutzmittel, das packe ich jetzt mal ein. Okay, warte, warte. Na dann, ich bin. Meine Katze meint, ich wäre ein alter Sack. Schön. Warum? Weil... Wie kommuniziert dir das deine Katze? Naja, sie hat gesagt, alter Sack. Die meisten Katzengeräusche, die über das TS reindringen, kommen von meiner Freundin. Sie sind ein Unhold.